Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Guten Tag und herzlich willkommen zu Civilization 5 Multiplayer mit Anno. Moin Moin. Balbo. Servus und hallo. Joker. Hallo. Und mir, Turbos. Yay! Wir sehen hier Anno City eingeblendet. Aha. Da gibt mich da jemand aus. Ich? Ja? Du? Ich doch nicht. Würde so etwas nie einfallen. Und so weiter, ja. Oh. Na, Gebiete, also. Da 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 da. Wir sind hier die wunderschöne Stadt Palenque. Palenque, Palenque. Pinke, pinke. Zu ihrer Linken sehen Sie Chichen Itza. Zum Wohl. Schizophreno. Schizophreno. Schizophren ist er. Check. Oh, Lissabon liebt mich ja förmlich. Ey. Holt euch ein Zimmer. Oh, Lissi, komm her. Oh, Lissi. Franz. Franz, Anno. Oh Gott. Franz Anno von Hollig. Mhm. Bist du eigentlich Krieg oder was brauchst du jetzt so lange? Moa? Ich bin doch der friedliebendste Mensch. Frag mal Prag. Yeah. Ja, Prag oder Almaty, das ist eigentlich Wurst, ne? Also. Ich weiß gar nicht, was das soll hier. Was soll das? Ah, was soll das? Mensch ist Mensch. Ja. Ja, Mensch. Du klangst gerade wie Grönemeyer, deswegen. Ja. Schon klar. Er ist Grönemeyer. So, oh. Er ist Grönemeyer. Ja, schmeckt so gut. Offene Grenzen für Anno beendet. Oh. So gut. Die offenen Grenzen sind beendet, weil wo? Du wolltest die nicht mehr durch, oder? Ne, das scheint automatisch zu gehen, oder? Nach einer gewissen Zeit. Ich habe meinen Siedler sowieso zurück, also meinen Kämpfer sowieso zurückbewegt. Also ich habe nichts geändert, zumindest. Nee, das gilt eh nur Anzahl X an Runden. Mhm. Ja, da hat der Turbos einen General, der ist auch noch mit dabei. Paar Streitwagenbogenschützen. Und da möchte er jetzt Kufa platt machen, also. So.
Der siedelt hier seinen Leuten rum, ey. Muss man mal unterbinden, oder? Der siedelt da ganz lustig rum, fiedelbum, fiedelbum. Fiedelbum, fiedelfei, ist da noch ein Platz frei? Boah, nerv mich doch nicht, du kleine Rambock-Einheit. Ramm doch mich mal. Gehen wir doch die Klöten da unten. Da unten auch die Klöten. Oh. Das meine ich jetzt gerade eigentlich nicht. Wo sieht man denn, welche Stadtstaat mit wem verbündet ist? Beef haben. Ja, oder Beef. Ich glaub, auch Diplomatie. Mal gar nicht. Ja. Dann sind doch die ganzen Stadtstaaten offiziell. Stadtstaaten. Aber es steht nicht, mit wem die... Stadtstaate, lass das Stadtstaate runter. Ja. Ob die dich besonders mögen oder... den anderen. Ja, da steht jetzt nicht, sie möchten die Religion Christentum, die forschende Religion ihrer Stadt, bla. But that's all, folks. Fuchs. Ich hab sie gar nicht gestorben. Gib mir wieder her. Hast du Angst, Valvo, oder gehst du auf Warschau? Kannst du herausfinden. Bist du in einer Runde gewahr? Und sonst? Ihr sagt so, muss ja. Was ihr so tut und so. Warten. Auf dich, der so viel sagt. Daran könnte es liegen. Und daran, dass ich so vielen Einheiten die Befehle erteilen muss. So. Immer dieser Stress, ne? Ja. Als Kriegstreiber. Mach dir keinen Kopf, ey. Dies ist ja Wahnsinn. Oh ja, Adler und Valdasar sind im Krieg. Warschau hat Valdasar den Krieg erklärt. Okay, jetzt geht's mal andersrum. What? What the fuck? War das beabsichtigt? Nein. Naja, da fällt mir nur eins ein. Genau. Was ist doch die Scheiße? Dies war so nicht geplant. Aber echt mal. Hallo? Ich möchte gerne weiter links, danke. Wieso erklärt mir der den Krieg? Stell dir vor, KI kann dich nicht mögen. Und erklärt dann den Krieg. Ich mag doch jeder. Mich mag doch jeder. Das Tolle ist auch, in derselben Runde, Rundenreich ist mit Warschau verbündet. Und in derselben Runde erklären die beide den Krieg, ne? Den Krieg? Den
Klick, klick, klick. Die Klicker-Heroes. Oh, du blöder Attila-Sack, was wird denn das? Nur weil ich da... Ach so, vielleicht wegen den Missionaren oder was? Ist doch... Diese Missionarstellung. Ist doch klein Kack. Und Warschau ist mit denen verbündet. Aha, da kommt das also her. Daher weht der Wind, ja. Daher weht der Wind. Ihr wollt's also lieber... Mit dem in die Kiste, ja? Ja, schön. Ich krieg 1000 andere. Aha. Du hast den Arsch voll Arbeit, wa? Hm? Arsch. So. Also, wie machen wir das? Da, volle Rotze. Bäm. Mal ein bisschen in Brand setzen da, das kleine Warschau. Kann ja nicht angehen hier. Da geht der Balken runter, da geht der Balken da runter. Pisser. Pisser. Pisser, kill, kill, kill. Hä? Hat? Wenn du was? Nairan? Nairan? Hairu? Hey. Mir rum's. Achso. Achso. Na dann. Weitermachen. Hext du schon wieder Pläne aus, hä? Nur. Nur die ganze Zeit. Nur die ganz dicken Pläne. Ich höre etwas, aber ich kriege überhaupt nichts mit. Turbus, du hast Glück, dass gerade in dem Moment etwas wichtiger ist. Ach ja. Und wie verläuft der Krieg, Valvo? Schnauze. Und wie verläuft der Krieg, Valvo? Wenn jetzt noch Tos gleich anfängt, dann... Stimmt, das wäre eine Idee. Ups. Und da bin ich gleich down. Ich will jetzt keine großen Namen in den Raum werfen, aber... Tikal. Ja, und Park und Almaty und Palenke und... Tikal! Ja, aber Tikal ist so einsam und abgelegen. Ja, nicht mehr so in Prag, Alter. Oh. Ja, komm, da liegen aber 1, 2, 3, hier, 8 Felder zwischen. Er hat sowieso nur 4 Trupps. Albo hat nur 4 Truppen? Ich glaube, Turbus läuft. Was mache ich denen? Weiß ich nicht. Korrekturen stimmen für. Ja, genau. Bam 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 bam. Ja. Valvo. Die ganze Welt wartet auf dich. Die ganze Welt will erobert werden. Ja. Das ist der österreichische Größenwahn. Der österreichische Grönemeyer, Größenwahn. Jawohl, Harun al-Rashid hat Walwasser den Krieg erklärt. Das sollen die Kacke.
Was hat der. Valvo, was hast du eigentlich gemacht, dass die alle so erzürnt auf dich sind? Ich hab jetzt gar nichts gemacht. Ich bin extra noch weggegangen von den Pissern gerade. So, das gibt Beef. Richtig schön Beef. Beefy? Ja. Da schnitzeln wir mal rein. Noch irgendwelche Abschlussworte für Warschau? Magst du dich noch irgendjemand verabschieden oder kann ich die einfach wegbomben? Warschau, es war schön mit dir. Wir hatten zwar bisher keinen wirklichen Kontakt, aber ich werde dich. Das wird sich auch nicht ändern. Ja. Ja, komm, Turbus, du Pisser. Habt ihr euch jetzt den Krieg erklärt? Ich deute es mal als ein Ja, es kommt kein Nein. Punkt dran, ne? Es wird spannend. Es wird spannend. Wer schnappt sich Warschau oder was? Was geht's denn? Ich krieg überhaupt nichts mit. das war die Geschichte. Okay, und bam. Bam. Oh, oh, oh. Wow. Ihr müsst doch weiter tun. Ihr müsst es auch weiter tun. Ihr müsst es auch weiter tun. Naja. Weiter tun. Banane mit Zuckergeschmack. Anno? Lissabon und Siam sind jetzt Verbündete. Ich warte noch auf die Nachricht. Lissabon und Siam erklären, weil was er denn kriegt. Oben siedelt sich Turbus an. Lesopos. Lesbos. Waren noch Spieler, so. Also ich. Nee. Weißt du, so viel wie ich hab schon. Hoppla. Jo. Auswurf. Mit Stückchen. Mit Wolkchen. Mit einem super Knuddelangebot. Könnte mal süß und knuffig bleiben. Und da machen wir. Was wollte ich denn machen? Kopf stehen und lachen. Kopf stehen und lachen, genau. Ja, genau. Schon recht.
Okay. Wartet ihr nur auf mich? Nur auf mich? Ja. Ja. Yo, Siggi. Siggi. So, wer ist jetzt alle im Krieg mit mir? Ich verliere schon langsam den Überblick. Ich glaube, die Liste derer Nationen, mit denen du nicht in Krieg bist, ist kürzer. Ist kürzer wahrscheinlich, ja. Dieses glaube ich auch. Wissen wir auch, warum die alle zu dir latschen wollen. Die wollen alle nur in die Kirche gehen. So. Nimm das, Attila. Und Valbo rutscht auf die 2. Rutsch. Rutsch mich. Und ob das dem Herrn Attila so gut gefallen hat, weiß ich ja nicht. Wir werden es rausfinden. Und Turbos hatte ich auch Geleitschutz. So, wer mag jetzt was? Wer mag jetzt was in die Fresse? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht, ne? Ja, warum ist denn wohl da Valbo auf die 2 gerutscht? Hat da jemand eine Naturwunde entdeckt, ha? Hm? Aha. Aha, aha, aha. That's the way. Valbo likes it. Aha, aha. Oh Gott. So. Schokobanane. Okay, auch gut zu wissen. Ja, auch gut zu wissen, ja. No. Alles okay, Anno? Ja! Ja, wer nicht? Ich habe gerade völlig neue Taktik, Skills, Informationen hier. Ja, das, wenn das aus deinem Mund so kommt, dann hast du gerade entdeckt, dass noch andere auf dem Kontinent sind außer dir. Entschuldigung. Aha. Anno hat. Dem Wohnwagen Wilhelm den Krieg erklärt, oder? Nein. Okay. Da kam das falsch an bei meinen Spionen. Den Wohnwagen Wilhelm. WWW. Ich hab deine Spione den Wohnwagen Wilhelm. Er hat dem WWW den Krieg erklärt. Wie sein eigenes WWW aufziehen. Ja. Ey. Ja. Na, Turbo, so lang dauert das zum Kriegführer? Ne, ich warte drauf, dass seine Truppen zu dir kommen. Ach so. Dann sag das doch gleich. Ja, über 200 Punkte, ja!
GZ, ja, cool. Danke. Danke. Weiß jemand, wo Quebec liegt? Quebec! Pff, nee. Ich? Wo? Das werde ich dir nicht verraten. Gut, das heißt nicht in meiner Nähe. Danke. Gibt's Beef mit Quebec, hä? Irgendwas, von dem ich wissen sollte? Ich glaube eher, dass er gleich zerstört hat, wenn. Naja, wenn er es nicht weiß, wo es ist. Hat ich gerade gesagt, in seiner Nähe? Nicht in seiner Nähe. Und da muss ich ihm recht geben. Es liegt nicht in seiner Nähe. Also mach dir keine Gedanken, Quebec kann bei mir auch nicht. Bei mir sind aber noch die letzten Behen, unbekannte Spieler. Ja, bei mir ist nur noch der vorletzte, 117. Bei mir auch der vorletzte, 177. Auch 177, ja nicht, 170. Statt Start habe ich bislang nur 6 gefunden. Ich hatte mal mehr, aber ich weiß nicht, Prag und Warschau sind irgendwie verschwunden und Almaty genauso. Aha. Woher das nur kommt. Hat die jemand gesehen? Die waren doch gerade noch hier. Ich hab da eine Stadt verloren. Kann man mal jemand suchen helfen? Wer hat als erster die Atombombe? Bäm, bäm, bäm. Prag, Warschau, Almaty, ja, das war gar nicht so schlecht, die da einzunehmen. Die da, die da, die da, die da, die da. Was wird mein nächstes Ziel? Ich weiß schon, dass du noch mit den Hunden im Krieg bist. Dieses Adrianopel klingt ja sehr spannend hier. Ihr habt übrigens eure einmalige Chance auf Tikal verloren. Karl! Muss ich jetzt mal umbenennen. Jetzt bin ich gespannt. Die Karl! Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Wo sind die Hunden? 32! Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Humlubel, Mors, Mors. Ich bedanke mich bei Tobus, bei Valvo und bei... Tobus, ist das jetzt eigentlich Randy oder ist das... Entschuldigung. Tobus, Randy. Tobus ist Joker. Nee, Tobus ist Tobus. Randy ist Joker. Also beim Joker, beim Tobus und beim Valvo. Valvo ist Valvo, ja, gut, Anno. Das krieg ich hin. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Was, war nicht jetzt gerade der Joker noch der Batman? Ich krieg gar nichts mehr mit. So. Hey, mein Plan ist aufgegangen. Maximale Verwirrungstaktik.